Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hold your own. So, wir haben alles dabei, was wir brauchen, um zu Rick zu fahren, meine ich. So, was mir aufgefallen ist, hier geht die Haltbarkeit langsam runter. Ich würde gerne auf Reserve. So, hier bei Julia. Da ist ja die gute Julia. Da würde ich gerne noch eine Taschenlampe kaufen und ja, dann reisen wir mal, ja, und suchen Rick. Oh, wir kriegen super Wetter. Yeah. Ja gut. So, alles ist dabei, was wir brauchen, hoffe ich. Das Wetter könnte nicht besser sein. Und was wir noch machen, wir haben 0 Punkte. Ich hätte gerne wirklich, Vehikel, hier noch diesen einen. Ach komm, wir holen uns den Punkt. Weil die Geschwindigkeit ist echt super. So, wie viel fehlt? Ich glaube, es sind 2. Ja. 1,5 Bandits. Werden wir hoffentlich hinbekommen. Die doch nochmal ins Dorf plündern. Ja, ich möchte aber gerne ein wenig weiterkommen auch. Wobei, wir machen hier ganz schön bei der Story weiter. Also Story. Ja, bei der Story weiter, die Quests. Eigentlich ganz in Ordnung. So, da hinten am Dach, super. Da ist niemand am Dach, okay. Und da vorne geht wer? Am Dach, da vorne, da steht einer, da steht einer. Und da ist auch einer. Das ist mal gut. Das ist der nächste. So, wir haben den einen Punkt. So, die Kiste will ich natürlich holen. Die liegt da irgendwo rum. Rum wie du. Und da ist er. Sehr schön. So. So, und jetzt können wir... Oh, Treibstoff. Und jetzt können wir diesen einen Punkt, den wir dazu bekommen haben, können wir jetzt endlich... Hoffentlich stirbt zuletzt. Okay. Okay. Dankeschön. Ich nehme das alles mit. Also wir hätten hier natürlich noch looten gehen können, aber ich möchte mit euch ja Richtung Rick und ich möchte gerne die Taschenlampe von Julia kaufen. Didi, 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 didi. Haben wir die Spitzhacke eigentlich noch? Ja, haben wir. Dann können wir das mal trinken. So, einiges an Loot wiederbekommen. Die verkaufbaren Sachen werden wir... Was ist das hier? Ein Schwein. Ja, ja, lauf noch. Da hätten wir den Speck abfarmen können. So, das kommt rein, das kommt rein. So soll es sein. Nur resten unten in das Grabbellagerfeuer. Treibstoff haben wir dabei. So. Grabbellagerfeuer, wir machen das so. Ich räume alles, was wir jetzt aktuell nicht mitnehmen, nicht brauchen, da rein. Treibstoff, Treibstoff, Treibstoff. Werfe ich ihn ins Boot? Da hatten wir mal. Moment. Dankeschön. So. So, 40 Minuten, super. Nö. Skills, Vehikel, so, Rifle. Wir haben hier Full Speed, wir nehmen die Kamera so und fahren im besten Wetter. Motor an. So, jetzt bin ich ja echt gespannt. Schneller geht's nicht. Mit dem guten Bock. Oh, das hätte man echt von Beginn an machen sollen. Wahnsinn, oder?
heftig. Wow. Wow. Ich bin begeistert. Ja, der eine Punkt hat sich doch ausgezahlt. Ja, wir werden andere Punkte sammeln, damit wir die anderen Dinge auch noch hochkriegen. Das ist echte Geschwindigkeit, meine Lieben. Echte Geschwindigkeit. Wahnsinn. Nicht gut ist natürlich, dass wir jetzt mitten in der Nacht rüber zu Julias Insel fahren. Weil dann wird es dunkel. Ja, wir haben ein Spotlight. Das werden wir dann ausprobieren. Ich bin nur gerade total fasziniert. Könnte man eigentlich auch noch zum Hafen plündern fahren. Was mir aber lieber wäre, eben die eine Taschenlampe holen. Moment. Genau, einfach gerade. So, die eine Taschenlampe holen, dass wir eine auf Reserve haben, weil der Helm nutzt sich ab. Er nutzt sich einfach ab. So, außer wir verwenden dann eine Repair Bench. Aber, soweit ich mich erinnere, hat die Taschenlampe gar nicht so viel gekostet. So, und deswegen, Julia, wir brauchen eine Taschenlampe. Und ich glaube, wir können es uns im Moment auch gut leisten. Oh, die Geschwindigkeit jetzt vom Boot. Der Hammer. Ankommen würde ich natürlich gerne bei Tageslicht dann, wo wir Rick vermuten. Na, da werden wir schauen, ob wir das hinbekommen. Vielleicht können wir ein wenig Abendzeit. Die Sonne geht ja um 3, ist das um 3? 3 Uhr früh geht die Sonne auf. Vielleicht können wir die Zeit in der Mine nutzen. So, schauen wir mal. Hier in der, meine ich. So, dann machen wir mal den. Nicht schön angelegt diesmal, aber angelegt. Ich will da rüber. So, wir brauchen das Haus von Julia. Hier, Highspeed Internet. War die Taschenlampe? Die hatte doch eine Taschenlampe. Oh, das ist ja auch super. Wo ist die Taschenlampe? Okay, die hat keine Taschenlampe mehr. Okay. Ich würde den echt gerne kaufen. Ja. So, die Kiste finde ich auch super. Kann ich die bitte auch kaufen? Ja. Yeah. 4 Stück empfangen. Registrierkasse erledigt. So. Oh, gut. Sind hier ein paar Bandits? Nö. Gerade aktuell noch nicht. Ist aber schade mit der Taschenlampe. Ich hätte wirklich gerne eine auf Reserve gehabt. So, Moment. Driveboat. So, Power on. So, wir fahren jetzt Richtung Mine, damit wir die Nacht in der Mine verbringen können. Schade mit der Taschenlampe, aber okay. Ja, vielleicht können wir das auch reparieren. Weiß ich nicht. Schauen wir mal, wir werden sehen. So, die Frage.
Frage ist, wie weit müssen wir hier hinfahren, damit wir am besten zur Mine kommen? Hier, hier war der Steg. Genau. So, rein in die Bucht. Ach schön. Da haben wir ja sogar eine Kiste abgelegt hier und ein kleines Lagerfeuer gebaut. Ach komm. So. Und P. Geht's? Der Motor wird schon ausgehen. Großartig. So, dann wandern wir jetzt nochmal zur Mine. Ich weiß nicht, ob es schon Respawn gibt. Wir werden das testen. So, hoffentlich keine Tiere. Spitzhacke haben wir noch eine Reserve mit. Das ist gut. Die werden wir brauchen. Wir könnten. So, nehmen wir den noch mit. Yeah. Und den noch. Irgendwo, ich glaube, es ist ein Löwe. Puma. Naja, Großkatze halt. So, dann machen wir mal den hier. Okay, es war eine Großkatze. Immerhin Treibstoff. So, die werden wir jetzt auch zerlegen. So, und dann würde ich sagen, einmal eher hier. So, schön langsam geht die Sonne unter. Ist gut. Das ist schon ziemlich steil. Wir nehmen die andere Seite. Apropos Garage, da ist ja auch eine Garage. Also, da könnte ja auch sein. Der gute Rick. Schauen wir noch mal in die Garage, ich glaube, da haben wir keinen Rick gesehen. Und wir waren kurz drin. Genau, wir waren ja hier. Aha. So, Teleport-Auto hierher, 100. Also tatsächlich über die Garage, was sehr, sehr cool ist. So, dann holen wir uns jetzt noch ein paar Rohstoffe. Sofern es Respawn gab schon. Da bin ich mal. Oh ja, oh ja. Oh, cool. Respawn. Oh ja, hat sich schon ausgezahlt. Hat sich schon ausgezahlt. So, ich
habe geglaubt, ich habe Schritte gehört, aber wenn man so auf die Seite geht, hört man die Schritte mal. Oh ja, das gute Kopf war. Oh, schön. Kriegen wir doch noch schöne Ressourcen zusammen. Oh ja. Ja, die Höhlen beim Sumpf irgendwie ganz viel Ölschiefer ist super. Werden wir später wahrscheinlich auch brauchen. Ich würde mal sagen, für Öle, Treibstoffe oder so. Irgendwas, irgendwas. Es muss jetzt schon Nacht sein, macht aber nichts, weil wir sind drin und unser Heim leuchtet. Ich habe ein Licht auf dem Kopf. So. Wir werden die Ressourcen wieder ein wenig verlichten. So, nämlich Bergbaugeschichten. Schade, das mit Yoga und der Taschenlampe. Ich hätte wirklich gerne eine auf Reserve gehabt. Oh ja, Kobalt. Oh, so viele Sachen. So viele Sachen. Item destroyed, yeah. Super. So, und ja, da ist aber nichts. So, na dann weiter. Und den Kobalt werden wir noch unterschlichten. Den Kobalt, das Kobalt. Das können wir mal wissen. Ich freue mich so, dass wir diese Ressourcen hier bekommen. Gehen wir runter? Aber ja. So, da ist Kohle, das ist gut. Weil davon haben wir zu Hause auch schon echt viel. Auch freue ich mich über die zwei Crates, diese Waffenkiste. Freue ich mich. Und über diese neue Munikiste, die wir dann natürlich auch verwenden wollen zu Hause in der Base. To the base, to the base. Oh, cool. Und wie viel da rauskommt. Das ist schon toll. Und würde ich auch sagen, wenn wir dann in der Base wieder sind zu Hause. Das habe ich gar nicht gesehen, das Kobalt. Das müssen wir natürlich mitnehmen. Kobalt, ganz wichtig. Nachdem wir jetzt Rick so viel geben müssen, brauchen wir natürlich Neues. Jetzt müssen wir nochmal im Kreis laufen. Aber dafür haben wir das Kobalt bekommen. Das habe ich echt nicht gesehen vorher. Was haben wir da? Nö. Und rauf geht's hier. Nee. Oh ja. Oh, sogar Eisen. Also wir könnten noch eine Spitzhacke machen. Brauchen wir natürlich noch. Oh ja. Wie cool.
man da herumwursteln, geht das. Es hat sich gerade so angehört, als wäre da irgendetwas intimer. Ja, super. Ja, ich weiß, ich freue mich jetzt so enorm über die Ressourcen und dann, wenn wir sie einschmelzen, so viel war es dann noch nicht. Ja, weil der Ressourcenbedarf halt einfach echt, echt groß ist. Oh yeah. Für die ganzen Waren, dann die Stahlplatten und so weiter. Eigentlich wollten wir hier ja einen kleinen Ofen auch aufstellen. So einen Mini-Schmelzofen bei Julias Insel. Aber jetzt brauchen wir nicht. So. Nein. So. Ich glaube, wir sind durch. Durach. Ist natürlich stockfinster. So, ich würde gerne da nach oben. Wir wollen das mal nach unten. Wow. 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 Ist das cool. Sich ja gar nicht in die Richtung, weil noch eine Höhle ist ja, Moment, da. Gehen wir oben lang oder unten lang? Wir gehen unten lang. Den Hang entlang, unten ran. Ja, so. Ich hoffe, es läuft uns keiner über den Weg. So, ein bisschen Wasser trinken, beziehungsweise in dem Fall jetzt Kamillentee. Das können wir auch schon zu uns nehmen. Just you, Lord. Wie ist mit Krokodil? So, da sind die Häuschen. Ganz leise. Leise, ganz leise. Fliegt's durch den Raum. Ja, Banditen in der Nacht. Ja, weiß ich nicht. Müssen nicht sein. Vielleicht können wir die ganzen Gefahren hier umlaufen. Wäre natürlich praktisch, das Teleport vom Auto ist natürlich eine coole Sache. Vielleicht könnte man auch irgendwo, wenn wir uns später mal entscheiden würden, was ich ja noch nicht weiß. Wenn wir uns mal entscheiden, irgendwo anders noch eine Base zu bauen, dass wir dort noch ein Shipyard bauen, dann könnte man zumindest auch das Boot teleportieren. Was ja auch witzig wäre. Okay. Gut. Dann waren wir da offenbar drin. So, meine Lieben. Dann würde ich aber auch sagen, das war's für die heutige Folge. Und morgen geht's weiter. Oder? Übermorgen. Ich bin mir noch nicht sicher. Es kommt darauf an, wie wir zurechtkommen. Auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.